Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck für Patch 8.1. Heute schauen wir uns an, was es denn so Neues für die Inselexpeditionen gibt, denn da wird sich einiges verändern und zwar hoffentlich zum Guten. Das werden wir dann sehen, wenn man es alles richtig spielen kann. Ich bin hier jetzt gerade passenderweise auch auf der neuen Insel, nämlich dem Fördewald. Das ist diese Insel mit der gilnearischen Siedlung drauf. Man sieht das hier schon, diese ganzen gilnearischen Gebäude. Wir können uns mal die Map anschauen. Ich bin hier jetzt gerade eher unten am Hafen. Und hier ist dann diese ganze Siedlung. Leider kommt man aber da nach ganz oben gar nicht hin. Ich habe zumindest keinen Weg gefunden. Da ist zwar eine Brücke, aber die ist auf einem Berg. Und da kommt man auch nicht hin. Das finde ich ziemlich schade, weil eigentlich dachte ich, man kann dann durch diese ganze Stadt auch durchlaufen. Aber nein. Dann gibt es noch eine zweite neue Insel, nämlich Jordunal. Die konnte ich mir bisher aber leider nicht anschauen, weil sie auf dem PTR nicht so richtig verfügbar war oder weil man sich einfach nicht anmelden konnte. Und nun laufe ich hier einfach mal ein wenig rum und erzähle, was es sonst noch Neues gibt. Erst einmal ist hier unten hoffentlich noch... Nein, schade, das ist despawned. Hier lag vorhin eine blaue Fläche, die sind neu. Das sind einfach blaue Flächen auf dem Boden. Da kann man sich reinstellen und wenn man da 5 Sekunden drin steht, dann kriegt man einfach Azerit geschenkt. Anstatt irgendwas abzubauen oder so, kann man sich einfach in eine Fläche reinstellen und dann kriegt man Azerit. Ganz praktisch. So, dann ist da hinten ein Azerit-Detektor. Das sieht man schon, das gelbe Ding. Da versuche ich jetzt mal hinzureiten, ohne allzu viel zu pullen. So, den hier nehme ich mal mit. Gut. Hier sehen wir direkt die nächste Neuheit. Die Items, die auf dem Boden liegen, die haben jetzt diesen goldenen Schein um sich, damit man sie noch besser sieht. Ob man das jetzt wirklich brauchte, sei mal dahingestellt. Die haben ja vorher schon ganz gut geglitzert. Das hier ist jetzt ein Schwert scheinbar. Töten wir mal eben diesen nervigen Typen. Das Jack nämlich. So. Dann nehmen wir das mal auf. Ah, genau, das war das geschärfte Messer. Und damit kann ich jetzt wieder irgendein Netz oder so etwas zerschneiden. Gut, hier sind jetzt erstmal ein paar Azerit-Elementare. Die müssen wir mal eben alle töten. Okay, ich muss mal eben vorspulen, denn ich habe hier gerade 100 Jahre gebraucht, um diese Mobs zu besiegen. Jetzt sind alle tot, jetzt kann ich euch das auch zeigen. So, man aktiviert den hier. Lalala, dauert kurz 3 Sekunden. Dann kommt eine Meldung auf dem Bildschirm. Allianz hat ein Azerit, hat den Abbau eines Azeritbruchs begonnen und dann spawnen hier eben mit der Zeit immer Elementare, die sind jetzt auch gerade Elite, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben, genauso wie schon vorhin die tolle Gruppe. Aber wenn man die eben halt tötet, dann kriegt man eine relativ große Portion an Azerit, was natürlich ganz praktisch ist und dieser Azerit-Detektor läuft halt über eine längere Zeit. Und dann kommen immer solche Mobwellen, die man besiegen kann. Da gibt es dann eine größere Menge an Azerit. Und ganz am Ende kommt eben halt noch ein Boss. Der Witz an der ganzen Sache ist, die gegnerische Fraktion kann einen halt dabei stören. Und natürlich kann man auch getötet werden. Und dann können sie diesen Azerit-Detektor einfach weitermachen. Und sie kriegen dann eben halt das ganze Azerit dadurch. Und wenn man den Detektor, nämlich den Extraktor, ich sag die ganze Zeit Detektor. Wenn man den Extraktor schon relativ lange benutzt hat und dann getötet wird, dann kann die... gegnerische Fraktion natürlich den Endboss sich holen. Das ist ja nicht so schön. So, jetzt habe ich das hier geschafft netterweise, ohne zu sterben. Ist ja auch nur der normale Modus, muss man dazu sagen. Und jetzt würde mit der Zeit einfach die nächste Welle kommen. Das ist auf dem PTR aber noch so ein bisschen buggy. Manchmal kommt gar nichts. Manchmal kommt dann auch gar kein Boss. Aber das ist auf jeden Fall eines der neuen Events. So, jetzt ist hier eine Invasion ausgelöst worden. Jetzt ist hier auch Nacht, dass man auf jeden Fall auch noch weniger sieht als ich schon zuvor. Bei den Invasionen gibt es auch eine Neuheit, die tauchen nämlich jetzt sehr viel öfters auf, als es vorher der Fall war. So können auf einer Expedition zum Beispiel 2 Invasionen kommen oder vielleicht sogar 3. Bisher war es ja so, dass wahrscheinlich eher nur so eine kam. Außerdem gibt es natürlich auch neue Invasionsarten und es gibt auch neue Gegnerarten, die man so sehen kann, aber das ist ja Standard, dass so etwas erweitert wird. Ansonsten tauchen die Azerit-Elementare jetzt als Invasion auch sehr viel seltener auf. Die waren ja sonst so ziemlich bei jeder Expedition mit dabei, was ziemlich langweilig war. Das ist dann zum Glück nicht mehr so. So hat man dann auch ein bisschen mehr Auswahl oder ein bisschen mehr Abwechslung eher gesagt. Was man hier auf der Insel leider gerade nicht so gut sieht, aber auf den anderen Inseln war das der Fall, die ich auf dem PTR anspielen konnte, ist, dass sehr viel mehr Azerit-Vorkommen spawnen und vor allem auch diese großen Azerit-Vorkommen. Diese erschienen ja meistens nur, wenn diese Azerit-Elementare als Invasion kamen, aber sie sind jetzt eben halt auch generell oft verfügbar, einfach so mitten in der Gegend und die kann man dann abbauen, wenn man möchte. Außerdem wurde die Spawn-Mechanik von den normalen Gegnern auch verändert.
Diese stehen nämlich jetzt nicht mehr so oft einfach irgendwo rum und auf dem Weg und so, dass man auf jeden Fall immer alles pullt, wenn man daran vorbeigehen möchte, sondern die halten sich jetzt eher in Grüppchen auf. Das hat man geändert, damit man nicht nur mit dem Metzeln von Gegnern beschäftigt ist, sondern dass man dann auch schnell zu den wichtigen Punkten auf der Karte gehen kann. Wir haben jetzt auch gleich schon gewonnen auf dieser Insel. Ah, und es wird auch Tag, wie praktisch. Diese Insel ist auf jeden Fall sehr verwinkelt, muss man sagen, dadurch, dass hier sehr viele Berge und so weiter überall zwischenstehen und sehr viele Bäume, sieht man hier nicht so viel. Ich laufe jetzt nochmal ein bisschen rum und schaue, ob ich noch irgendwas Neues finde. Wäre ja ganz praktisch, bevor das hier jetzt gleich zu Ende ist. Ich würde gerne diese blaue Fläche nochmal sehen. Da hinten ist ja zum Beispiel auch jetzt so ein großes Azarit-Ding, wo auch der Extraktor war. Oder hier sieht man eben halt auch die Grüppchen von Gegnern. Hier ist halt eine größere Gruppe, aber hier im Umfeld steht gar nichts. Das heißt, da kann man einfach dran vorbeilaufen. Naja, des Weiteren gibt es noch ein neues Event, das habe ich aber bisher auch nirgendwo gesehen, das haben die Entwickler nur gesagt, das ist so ähnlich wie der Azarit-Extraktor, da gibt es dann irgendeine andere Azarit-Maschine, die irgendwo spawnt und dann ist das so ein bisschen wie im PvP, zum Beispiel im Arati-Becken, man kann das Ding einnehmen, wie so eine Flagge oder wie so ein Banner und dann kriegt man über einen gewissen Zeitraum einfach automatisch Azarit die ganze Zeit, aber natürlich kann die gegnerische Fraktion auch kommen und diesen Punkt einnehmen, damit die Maschine für sie arbeitet. Und dann streitet man sich da halt ein bisschen drum, wer dieses gratis Azarit abbauen darf. Und da haben wir auch gewonnen. Welche Wunder. Natürlich kriege ich nichts Nützliches, nur Azarit und ein Seefahrer-Dublonenbeutel. So ist das Leben. Eine weitere Neuheit sind die wöchentlichen Belohnungen. Bisher war es ja so, dass man 40.000 Azarit sammeln musste, um dann 2500 Artefaktmacht zu bekommen. Das ist jetzt anders, denn erstens müssen nur noch 36.000 Azarit gesammelt werden und es gibt jetzt eine zusätzliche Belohnung. Wenn ich nämlich diese Quest hier abgebe, dann kriege ich jetzt diese 2500 Artefaktmacht und ich kriege eine mysteriöse Schatzkarte. Das machen wir jetzt einfach mal. Und wie man sieht, war diese mysteriöse Schatzkarte nur ein Behälter und da kommt jetzt eine richtige Schatzkarte raus. In diesem Falle die Schatzkarte vom faulenden Morast. Es gibt für jede Expedition eine Schatzkarte und wenn ich die jetzt aktiviere, kriege ich eine Mission am Missionstisch, wo wir mal hingehen. Hier war man eventuell schon länger nicht mehr, aber jetzt lohnt es sich, wie wir hier unten sehen, ist die Mission. Die dauert anderthalb Tage, aber dafür gibt es sage und schreibe 2000 Artefaktmacht. Das ist doch eine schöne Sache. Was es sonst noch so für Belohnungen gibt, keine Ahnung. Ich denke mal, dass es für jede Schatzkarte auch was anderes gibt und vielleicht kann man Schatzkarten auch doppelt dann erhalten. So etwas auf dem PTR zu testen ist nicht ganz einfach, aber wenn es dann auf dem Live-Server ist, werden wir sicherlich wissen, wie das ganze System dahinter läuft. Nun gehen wir mal auf die Horde-Seite und schauen uns die letzten Neuheiten für Inselexpeditionen an. Erst einmal kann man hier jetzt auf der Map sehen, es gibt ein neues Symbol. Da unten, wo der Expeditionstisch ist, auch auf Seiten der Allianz ist das, gibt es jetzt so eine Schatzkarte und wenn man da drüber hovert, dann sieht man den aktuellen Wochenfortschritt. Ganz praktisch, weil sonst musste man immer zum Tisch selbst hinlaufen. Jetzt kann man sich das einfach auf der Karte angucken. Dann gibt es eine ganz kleine Neuheit und zwar kann man jetzt alle Haustiere, die man über die Expeditionen als Belohnung erhält, auch in einen Käfig setzen und dann eben halt handeln oder tauschen. Ganz praktisch, um damit mehr Gold zu verdienen. Bisher war das eben halt nicht bei allen der Fall. So, in einem anderen Video habe ich das schon gezeigt, deswegen nur kurz. Es gibt jetzt auch Dublonenhändler, hier Kapitän in Sentaga und auf Seiten der Allianz gibt es auch eine. Die verkaufen ein paar Items für Seefahrer-Dublonen, das heißt man kann die Dublonen jetzt nicht nur einsetzen, um diese komischen Verbrauchsgüter auf den Inseln selbst zu kaufen, sondern es gibt hier die Ruf-Items, die kann man sich holen. Hier übrigens auch ein neues, die durchnässte Seite, da kriegt man Ruf von den tortolanischen Suchern. Hier gibt es was ganz Cooles Neues und zwar kann man sich damit seine Pfeife des Flugmeisters verbessern. Wenn man das kauft und einsetzt, dann kann man diese Pfeife auch auf den Inseln selbst benutzen und dann wird man immer auf das Fraktionsschiff zurückteleportiert. Also wenn man irgendwo am Po der Welt ist, dann kann man das einsetzen, um schnell wieder irgendwo anders hinzukommen. Dann gibt es hier ein paar Hüte zum Transmorgen, hier Piratenhüte, ganz hübsch. Dann gibt es hier ein Pet, nämlich so ein Oktopus, dann gibt es ein Spielzeug. Noch ein Pet, so ein Bussard, noch ein Spielzeug und dann gibt es zwei Mounts, einmal so ein Seepferdchen, einen Wassermount und dann ein Flugmount, nämlich ein Albatros, den kann man sich aber leider immer noch nicht anschauen, der ist noch verbuggt auf dem PTR, aber ein Albatros gab es bisher zum Beispiel auch noch nicht als Reittier. So, und dann gibt es auch neue Teams, gegen die man kämpfen kann. Die Hordler, die bekommen ein Team von Magar-Orks.
Da vorne ist jetzt einer davon. Die heißen Draenors Blut. Hier ist Chark der Protzige. Und die anderen stehen hier irgendwo rum. Die sind relativ gut verteilt. Ich glaube, da vorne genau ist noch eine Dame von Draenors Blut. Und wo der andere ist, ah da. Nagda, noch ein männlicher Ork. Und dann gehen wir nochmal kurz auf Seiten der Allianz. Die Allianzler bekommen Dunkeleisenzwerge. Hier ist der erste, Bruder Bruen, Verwüster der Dunkeleisenzwerge. Der läuft hier die ganze Zeit rum und besucht alle anderen Gruppen. Und da vorne ist der Rest. Da ist einmal Irene Flinkfuß und dann auch Lady Tamakin bei Damen. Und der Hund gehört übrigens auch noch zu denen, Blutmähne. Der sieht übrigens ganz schick aus. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Das waren alle Neuheiten. Es gibt natürlich auch noch neue Beutestücke in der Loot-Tabelle des Wahnsinns, wo man vielleicht irgendwas mal rausbekommt. Neue Mounts, neue Pets, neue Transmog-Sachen. Das kann man sich alles auf der Webseite anschauen. Das zeige ich hier jetzt nicht alles. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!